Yo, YouTube. Wir müssen uns mal echt ausführlich unterhalten. Und das machen wir jetzt und nicht irgendwie später. Wir müssen mal ganz ausführlich miteinander talken, ja? Und auch wenn es hier aussieht wie in irgendeinem billigen Rap-Video, weil ich irgendwie hier stehe und in so eine Kamera rein talk, Alter. YouTube! Mann! Wir müssen mal irgendwie... Okay. Hört mir kurz zu. Das hier ist das einzige Video, was heute noch online kommen wird. Ich hatte eigentlich beide Videos heute Mittag schon aufgenommen für den heutigen Tag. Also quasi, naja, bearbeiten und sowas muss man ja schon noch, aber ich hatte zumindest den Aufnahmeabschnitt, den hatte ich fertig. Und dann war ich den Tag über in der Stadt mit Davis zusammen, war in einem Music Store, hab dort meine Gitarrenseiten wechseln und die Gitarre ein bisschen pflegen lassen. Und dann bin ich am Abend heimgekommen und hab das erste Video hochgeladen. Und das sollte eigentlich heute um 20 Uhr online kommen. Aber was passiert? Ich kann hier auf F5 drücken bei dem Bildschirm wie ein Geistesgestörter. Das Ding bleibt einfach nonstop auf 95% verarbeitet. Ich kann das Video selbstverständlich anklicken wie irgend so ein alter Rentner, der gerade eben entdeckt hat, dass irgendwie da drüben irgendwelche Hausschuhe von Tante Berda rumstehen und die auch noch vegan sind, wenn man sie brät. Ich kann das anklicken, kann es mir auch anschauen, aber wenn ich das Video veröffentliche, dann landet das einfach nicht auf meinem Kanal. Dieser Verarbeitungskram, Fehler, Gedöns, wie auch immer, existiert auf YouTube jetzt gefühlt 3 Jahrzehnte? Ich weiß es nicht. Der existierte wahrscheinlich schon, bevor YouTube überhaupt jemals programmiert wurde. Dieser Fehler, der... Keine Ahnung, wo der genau entstand. Der entstand jedenfalls irgendwo, wo es ganz, ganz schlimm ist. Oh. Ich sehe, jetzt ist das Video verarbeitet. Ist das dein Ernst? Ist das dein Ernst, YouTube? Ist es dein Ernst, dass du jetzt, während ich hier das Video aufnehme, indem ich darüber rede, dass heute kein Video kommen kann wegen der Verarbeitung, dass jetzt das Video verarbeitet ist? Ist das ein Joke? Ist das YouTube gerade ernst? Ich mach das nicht. Ich trau mich das auch nicht. Ich habe wirklich in die beiden Videos, die heute kommen sollten, wie immer sehr viel Arbeit investiert. Deswegen Alternativplan, Leute. Heute kommt nur dieses Ersatzvideo, weil ich müsste jetzt auch noch das zweite Video hochladen und das Internet ist nicht so schnell. Das würde dann höchstwahrscheinlich nochmal so 1,5 Stunden dauern. Und dann kommen einfach beide Videos sehr, sehr spät online. Ich weiß, das war in den letzten Tagen auch schon öfters so. Ist allgemein auf meinem Channel öfters mal so, dass ich eher für das Abendprogramm verantwortlich bin. Jedenfalls, ich will nicht, dass beide Videos jetzt erst nach 20 Uhr kommen. Wenn ein Video irgendwie, wisst ihr... Es ist einfach zu spät. Ich will diese beiden Videos, vor allem weil das erste auch sehr, sehr lang geht, ich werde die morgen rausbringen. Es gibt jetzt eben dieses Ersatzvideo, in dem ich mich auch absolut nicht gekünstelt. Ich meine es voll ernst, YouTube! Also wirklich, Leute, ich werde diese zwei Videos heute nicht veröffentlichen, weil die Verarbeitung so ein Pain in the Ass war und weil ich nicht weiß, wie das beim zweiten Video auch noch sein. Und ich möchte, dass die doch wenigstens bei euch landen, die Videos. Mehr will ich doch gar nicht. Ich hätte mich zumindest irgendwie ein bisschen herrichten können. Ich sehe echt aus, als hätte ich irgendwie... Als hätte ich unter sehr vielen Drogen Sport gemacht. Und eigentlich übe ich nur für meinen Improvisationskurs, den ich gleich besuchen werde. Denn dort improvisiere ich mit mehreren brasilianischen Bauchtänzerinnen verschiedenste Situationen aus der bekannten Lyrik und Romantik. Und genau deswegen musste ich jetzt in diesem Video so ein bisschen was rauslassen, um eben warm zu werden. Ich mache dann auch so Aufwärmübungen nachher, so... Ich will jetzt einfach lieber das hochladen. Versteht auch, ich möchte jetzt lieber das hier veröffentlichen. Ich will ab morgen wieder organized. Heute war die Verarbeitung. Und das Ganze drumherum, dass ich eben noch im Store war. Weißt du, und Gitarre und noch rumgelaufen und ich war noch woanders und hier und dort. Das hat mir einfach, heute hat es nicht gepasst, Leute. Es hat heute einfach nicht gepasst. Hin und wieder passiert das halt. Davis! Davis, komm! Komm mal her, Davis! Komm her. Nee, sie stöhnt nicht, aber sag denen mal, dass es heute nicht gepasst hat. Sag ihnen, dass es heute nicht gepasst hat. Es hat einfach nicht gepasst. Ja. Also, ja, da bin ich ja. Zeuge. Der Junge hat sich Zeit gelassen. Ja. Also, und wir waren heute auch keine Schuld. Ja, wir waren. Ja. Er war einfach eine faule Sau im Endeffekt. Aber da kann er nichts dafür. Nein, nein, das war Ironie. Ich gehe am besten. Ich fühle mich hier nicht so wohl. Ja. Hau ab! Was? Mein Abgang. Bitte? Mein Abgang, habe ich gesagt. Okay. Ja. Raus aus meinem Haus. Das ist unser Haus. Ne? Das ist mein Haus. Wir wohnen hier zusammen. Das ist mein Haus. Das ist mein Haus. Dann gehe ich eben. Ja, dann aber geh. Aber hier drüben ist mein Haus. Ja, ja, dann ist da drüben halt dein Haus. Aber vielleicht will ich jetzt dein Haus auch gar nicht. Der Flur gehört uns beiden. Der Flur gehört zur Hälfte. Das ist dein Haus. Das ist doch nicht mein Haus. Das ist mein Haus. Ja. Ich zieh da so einen Strich in der Mitte. Ja?
Ich zieh da so einen Strich. Hast du Kreide? Da scheiterst du dran. Hab ich Kreide? Ich hab ein Edding. Achso, na gut. Kreide kannst du ja wegwischen hier, wenn du mal wieder vor Angst auf den Flur pinkelst. Das war einmal. Ja, das war einmal. Einmal zu viel. Ja, wo passiert das? Weil du abgeschlossen hast auf dem scheiß Klo. Ja, aber da musst du doch nicht einfach auf den Gang pinkeln. Warte, Telefon. Frodo. Frodo, hör uns. Mein Frodo. Mikro ist kaputt. Frodo. Mein Mikro ist kaputt. Frodo. Frodo. Frodo, hörst du uns? Ja, bitte. Hörst du uns? Frodo. Das Mikro ist kaputt. Du hörst uns so ganz leise, oder? Das haben wir jetzt hiermit auch legal. Ich bin ja auch Notar. Falls falls du das noch nicht wusstest. Frodo, live dabei. Ja. Oh, ne, wie viel will der jetzt dafür? 20 oder 20.000 oder was? 20.000, ja. Der wollte 10 Gramm, aber. Komm her! Der hat dich so vermisst. Was, ich war nämlich in der Heimat. Du bist jetzt hab ich, was? Du bist 5 Meter entfernt, aber in meinem Herzen fühlt es sich an wie eine ganze Erde. Oh. Ist das leer? Gib mal den Beat. Den Brofist gegeben hier. Da lässt er mich einfach stehen, der Junge, ne?